Hier ist das BRK-Filmstudio in den Roten Kreuz Nachrichten. Ich bin Lena Gau. Helfer als Hobby gibt es das Jahr beim Roten Kreuz. Ob dauerhaft oder zärtlich begrenzt für ein bestimmtes Projekt. Das BRK sind immer ehrenamtliche Helfer in allen Bereichen. Information gibt es bei deinem Obsessen BRK oder unter www.dirk.de. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Rosalie. Helfen als Hobby, gibt's das? Ja. Beim Deutschen Roten Kreuz, ob dauerhaft oder zeitlich begrenzt für ein bestimmtes Projekt. Das DRK sucht immer ehrenamtliche Helfer in allen Bereichen. Informationen gibt es bei deinem ortsansässigen DRK oder unter www.drk.de. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Vivian Sickinger. Blut rettet Leben. Etwa 112 Millionen Blutspenden werden pro Jahr benötigt. Mit nur einer Spende kann bis zu 3 Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Das Rote Kreuz führt jedes Jahr über 40.000 Bluttermine in Deutschland durch. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Helen Popan. Babysitter gesucht. Der DRK-Kreisverband Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysitter-Vermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinerziehenden sollen damit bei der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysittern unterstützt werden. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Antonella Jukic. Wenn die Luft wegbleibt, immer mehr Menschen leiden an Asthma. Im aktuellen Notfall gibt es folgende Maßnahmen der ersten Hilfe. Die Person beruhigen, sie auffordern, sich aufzurichten, den Arzt oder gleich den Notruf 112 verständigen.